Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Andreas Petsch und es freut mich, euch heute Abend hier auf unserer Plattform begrüßen zu dürfen, auf der Architecture E-Convention, heute unsere siebte und letzte Session für den heutigen Tag. Zum Abschluss mit drei Monstertalenten, drei Koryphäen der Architektur und sympathische Menschen, die wir in der vergangenen Zeit schon kennenlernen durften bei dem einen oder anderen Talk. Und wir haben auch ein besonderes Thema für euch vorbereitet und möchten euch bitten, auch während der einzelnen Vorträge der Kollegen gerne in den Chat Fragen zu stellen, die dann nachher im Anschluss an die einzelnen Vorträge erfolgen. Ganz kurz das Thema, The Future of Architecture Collaboration and Transformation. Das haben wir so ein bisschen vorgegeben, das Thema, die Architektur. Wir haben eine These aufgestellt und wir sagen, letztendlich Architekten formen die Zukunft, sie kreieren Bühnen fürs Leben. Und die beeindruckenden Errungenschaften der Architektur, die wir uns ja, sagen wir, wenn man Historiker fragt und auch die Gebäude der Historik anschaut oder auch in der Gegenwart, sind beeindruckend. Aber wir haben auch ein Thema, das heißt Ressourcen, die sind nicht endlich. Das ist auch ein Punkt der Nachhaltigkeit, den wir immer wieder die Diskussion führen. Aber letztendlich die Zukunft ist auch ein wenig digital. Und das Digitale beeinflusst natürlich vieles, beeinflusst auch Themen, Thesen und aber auch Experten. Und wir haben auch festgestellt, der ein oder andere Bauherr, Investor, wie auch immer, versucht natürlich in diesen zukünftigen Themen auch Experten mit zu Rate zu ziehen, ob es Wissenschaftler sind, die sich mit der Umwelt beschäftigen, Sozialanthropologen, Wirtschaftsweise, Theologen, alles Mögliche spielt heutzutage eine Rolle und beeinflusst letztendlich die Kreation eines Gebäudes, aber auch die Aufgabe. Dadurch entstehen kollaborative Prozesse und durch diese Prozesse werden Räume, Gegenstände, Objekte transformiert. Und diese Art der Transformation, glaube ich, wird anders in den letzten 30 Jahren. Und das haben wir den drei Kandidatenkollegen zur Aufgabe gemacht, hier heute Abend über das spannende Thema zu referieren, zu diskutieren, euch abzuholen und zu begeistern. Ich bin jetzt schon begeistert, weil die Verbindung steht und Wetter hält auch gut an. Wir sind im Trockenen, es regnet nicht, die Sonne scheint. Also ich gebe jetzt das Wort an den Professor Ruth Bergtold, die an der Hochschule in München lehrt und unterrichtet, hat ihr Büro Yes Architecture in München und in New York. Und Ruth, du hattest auch schon eine eigene Sendung im TV. Du bist eine Expertin. Du wirst hier, denke ich, heute Abend das Ganze rocken. Also, lieben herzlichen Dank. Ich höre gespannt zu und klinke mich aus. Ich komme am Ende wieder. Bis dann. See you later, Fetschi. Du, Fetschi, vielen Dank erstmal für die Einführung und dass du uns zusammengebracht hast. Das ist ganz witzig, dass du uns drei hier zusammengeworfen hast, weil wir alle ganz klar einen Background irgendwo auch in Stuttgart haben. Und ich würde jetzt gerne erst die Shirin vorstellen, Ladies First heute mal, obwohl der Stefan dann zuerst spricht. Shirin Frangul-Pückner, langjährige Freundin von mir. Wir haben uns, als wir 18 waren, im Studium kennengelernt in Kaiserslautern beim Vordiplom und haben dann in Stuttgart beide Diplom gemacht. Und Shirin hat ein Kind bekommen und war deswegen, glaube ich, ein Jahr später dran. Aber wir haben beide sehr auffallende Diplomarbeit damals gemacht. Und ja, du bist dann mit deinen Partnern in Richtung Szenografie gegangen. Unter anderem, jetzt kommt auch Architektur wieder mehr zurück. Aber ich bin total gespannt und freue mich total, dass wir einfach von der anderen Richtung auch was hören. Lieber Stefan, auch wir gehen ewig zurück, allerdings aus der Stuttgarter Zeit. Auch wir waren viel privat unterwegs, hatten sehr viel Spaß und unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Also nicht nur natürlich in deinem eigenen Büro, sondern auch bei Vorträgen. Du hast mich mal zu einer Gastprofessur, die du hattest, dazu geholt und wir haben ein cross-disziplinäres Studio gemacht zwischen Yale und München. Das hat total viel Spaß gemacht und ich durfte euch beide in den letzten Wochen in der Rolling Bar begrüßen und wir haben da über ganz viele Themen gesprochen, Nachhaltigkeit, Wandel und das Neue jetzt.
Und ich freue mich total, Stefan, dass du jetzt als Erster eine kleine Keynote hältst. Dann wird Shirin ihr Büro vorstellen und ich versuche das Ganze dann mit ein paar Slides vielleicht ein bisschen zusammenzufassen. Und ich hoffe, dass alle ganz viele Fragen stellen, sodass ich als Moderatorin es dann ganz einfach habe, einfach die Fragen weiterzugeben. Stefan, du hast das Wort. Okay, also guten Abend, vielen Dank, Ruth. Hallo Shirin. Ja, ich werde mal beginnen. Also das Thema ist ja The Future of Architecture, Collaboration and Transformation. Ich war zuerst ein bisschen verwirrt durch den englischen Titel und muss nochmal nachfragen, ob das auch tatsächlich in Deutsch stattfindet. Ja, es findet in Deutsch statt. Es ist ja kein einfaches Thema. Es ist ja eigentlich ein Thema, das viel Selbstverständliches enthält. Ich glaube, wir alle sind es gewöhnt, zu kollaborieren und mit anderen Ingenieuren zu arbeiten. Aber ich meine, diese Aufgabenstellung heute drüber zu sprechen, war ein bisschen weiter gefasst. Also ich habe es so verstanden, wo geht's hin? Wie können sich's entwickeln? Welche Themen haben sich uns entwickelt? Und wir können gar nicht im Moment der Zeit, in der wir leben, gerade dieser Momentaufnahme wirklich ausweichen, weil wir alle feststellen, alle grübeln drüber nach, wie geht's weiter? Und wir stellen fest, dass wir gerade in so einer Brennglas-Situation sind, dass viele Trends, die sich entwickelt haben über die letzten 5, 6 Jahre, jetzt plötzlich auf einen Schlag kommen müssen. Also ist dieses Thema durchaus interessant. Kurz, das Problem. Ein Problem ist, die Aufgaben werden immer komplexer, die Teams werden immer größer und komplexer. Das heißt aber nicht, dass ich dagegen oder dass ich meine, wir sollten mit weniger Leuten arbeiten, nur ich meine, wir sollten mit anderen Teams arbeiten und anderen Leuten arbeiten. Der Anteil derjenigen, die managen, nimmt immer weiter zu und derjenigen, die an der Wertschöpfung beteiligt sind, nimmt immer weiter ab. Es gibt mehr Besprechungen, mehr Koordination, wahnsinnig viele Mitredner, viele Schlaumeier, die Planungsprozesse werden zerlegt, aufgeteilt nach tayloristischen Mustern und Strukturen. Jeder ist plötzlich nur noch für einen Handgriff zuständig. Und damit einher gehen viele Schnittstellen, die Baunebenkosten explodieren. Das angelsächsische System beginnt sich bei uns durchzusetzen. Die Verantwortungen werden verwässert. Und was ich entscheidend finde, und da komme ich zu meinem nächsten Bild, wir arbeiten wahnsinnig prozessorientiert und wenig ergebnisorientiert. In den Projekten diskutieren wir mehr über BIM und über Lean Management, als dass wir darüber diskutieren würden, was macht ein gutes Gebäude aus. Dabei eröffnen sich uns, sagen wir, akzeptieren wir mal die Komplexität, akzeptieren wir notgedrungen auch die Anzahl der Beteiligten, aber suchen wir doch mal, dass wir die richtigen Beteiligten kriegen. Wir haben keine Soziologen in unseren Projekten, keine Politikwissenschaftler, keinen Ökonomen, keinen Virologen, keinen Mediziner, keinen Pädagogen. Aber wir haben einen BIM-Manager, wir haben einen Lean-Manager, wir haben einen Projektmanager und so weiter und so fort. Also ich glaube, das lässt sich am deutlichsten bei Stadtreparatur und Stadtentwicklungsaufgaben aufzeigen. Aber ja, ein Punkt noch. Wir haben einen Wahnsinnsaufwand mit der Vermittlung von Ideen. Und da geht es gar nicht um die Idee, sondern nur darum, dass die Idee so vor aufbereitet ist, dass sie verstanden wird. Die Idee selber spielt gar keine Rolle mehr. Wenn ich ein
tolles Video habe oder eine tolle Virtual Reality Experience, ist völlig wurscht, was ich dargestellt habe. Es wird akzeptiert weitgehend. Also, wir haben ja tolle neue Möglichkeiten. Das ist eine Zeichnung von Schulze-Krasov. Wir haben zusammen Wettbewerb gemacht. Wir haben die Möglichkeit, intelligente Disziplinen mit einzubinden. Es besteht die Chance, bessere Lösungen zu finden, wenn wir die richtigen einbinden. Wir brauchen Soziologen. Reden wir über die Stadt, Stadtentwicklung. Wir brauchen Soziologen. Wir brauchen Anthropologen. Wir müssen studieren, wie laufen die Flüsse. Die Verkehrsflüsse. Wir brauchen Volkswirte, Wirte, Politikwissenschaftlerinnen. All diese sollten eingestanden werden. Wir haben einen Riesenschatz an vorhandenen Daten. Datenanalysen können wir aus Handybewegungen, das haben wir doch bei der Pandemie jetzt gesehen, was aus Handybewegungen alles abgelesen werden kann. Aber dazu müssten diese Datenschätze im Public Domain sein. Die dürfen nicht privatisiert werden. Die dürfen nicht gehortet werden. Denn dann können wir damit zum Wohle der Städte und der Menschen etwas anfangen. Wir können die Analyse besser aufarbeiten. Dazu müssen diese Daten anonymisiert und sozialisiert werden. Also in der Public Domain jedem zugänglich sein. Es gibt ja, also verschiedene Themen, die wir als Architekten nicht mehr beherrschen können. Die sind komplexe Themen. Und ich finde es erstaunlich, dass in dieser Pandemie das erste Mal die Politik uneingeschränkt oder fast uneingeschränkt auf die Wissenschaft gehört hat. Und zwar hat es innerhalb von 2 Minuten funktioniert. Beim Klimawandel wird nicht auf die Wissenschaftler gehört, obwohl wir das Problem seit Ende der 60er Jahre auf uns zurollen sehen. Die Wissenschaftler spielen hier keine Rolle in den planerischen und politischen Entscheidungen. Es wird auf morgen vertagt. Heute sagt die Politik schon wieder bei diesem Paket, bei diesem Finanzpaket, Wiederaufbaupaket oder wie wir es nennen sollen, lasst mal die Umwelt außen vor, bis die Wirtschaft sich wieder richtig erholt hat, bis wir das Geld haben, uns um die Umwelt zu kümmern. Bis letzten Herbst hat Wirtschaft geboomt wie nix und wir haben uns trotzdem nicht um die Umwelt gekümmert. Also der Wert der Wissenschaften wird in den Entscheidungen deutlich unterschätzt. Hier, Climate Change, wir brauchen dringend den Input von Wissenschaftlern. Zum Beispiel hier bei einem Wettbewerb haben wir mit Martha Schwartz zusammengearbeitet, Landscape Architects, einem Wettbewerb. Da haben wir mal analysiert, wie in Kanada, in Südkanada, sich die Fauna verändert hat. Innerhalb von 1931 bis 2010. Plötzlich sitzt der Gürtel 1000 Kilometer weiter nördlich. Ja, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse. Über Mobilität denken wir nach. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, das sind Bewegungsdaten. Unsere Städte sind Autostädte. Wir bewegen auf dem gleichen Platz in der gleichen Zeit 2000 Menschen, wenn wir den Zug 100.000 bewegen könnten. Schon beim Fahrrad sind es 14.000, gleicher Platz, gleiche Zeit. Das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die Planungsgrundlage sein müssten. Wie betrachten wir die Stadt? Wir müssen das umdrehen. Den Platz braucht der Mensch und die Autos, die motorisierten Fahrzeuge sollten zurückgedrängt werden, minimalisiert werden. Das ist jetzt keine Wissenschaft, zumindest keine Raketenwissenschaft. Aber ich glaube, man muss es wissenschaftlich aufarbeiten, dass es politisch akzeptierbar wird. Jetzt muss man, ich komme weiter. Das nächste Thema, Social Fabric, also unsere Gesellschaft. Wir merken es doch gerade, unsere Gesellschaft kippt immer weiter auseinander.
An der Pandemie haben wir gemerkt, es war zu Beginn der Pandemie, war es die Pandemie der Skifahrer, der Wohlhabenden, der Elite, wie wir es nennen wollen. Heute ist es ganz anders. Heute, nur 3 Monate später, ist es die Pandemie der anderen, der Notwendigen, der Unverzichtbaren, der, die den Laden am Laufen halten, der, die sich nicht in Einfamilienhäuschen oder in große Wohnungen zurückziehen können. Also, wir müssen unser soziales Gefüge zusammenbringen. Da brauchen wir Anthropologen, Politwissenschaftler, Volkswirtschaftler, Soziologen und so weiter. Die müssen uns bei dem Städtebau helfen und unterstützen. Und jetzt gerade aktuell, brandheiß, der Idiot der Idioten. Ja, es ist, bei uns fällt alles gerade auseinander, weil wir einfach die Wissenschaft nicht wertschätzen, die Fachleute nicht wertschätzen, weil wir glauben, wie er, jede Entscheidung könne aus der Hüfte geschossen werden. Gerade Entscheidungen. Wirklich große Umbrüche, die auf uns kommen, zukommen werden. Es war schon eine Entwicklung in den letzten Jahren, die sich aber jetzt stark verschärfen wird. Ganz stark verschärfen wird. Unsere Arbeitsplätze werden sich verändern. Wir haben schon die ersten Bauherren, die uns fragen, was heißt Corona für unsere Gebäude, für unsere Arbeitsplätze? Was bedeutet das denn? Ja, da denken alle nicht drüber nach. Das sind so triviale, blöde Sachen, wie die Kantine funktioniert nicht mehr. Das Verhältnis Ausgabe zur Küche stimmt nicht mehr. Das Verhältnis Vorraumtoilette zur Toilette stimmt nicht mehr und so weiter und so fort. Also all diese Regeln kippen wir inzwischen. Und auch unsere Arbeitsplätze werden sich verändern. Die Büros werden Kommunikationszentren werden mit vielleicht 2/3, 1/3 der Arbeitsplätze nicht territorial. Und dann wird es Working Lounges geben, wie es in den USA schon teilweise gibt, wo die Leute sich zum Arbeiten treffen und teilweise von zu Hause arbeiten. Also da wird es Veränderungen, Verlagerungen geben. Das müssen wir aber mit Soziologen aufarbeiten in der Stadtentwicklung. Das kann keine Entwicklung sein, die rein über die Füße läuft. Das muss geplant werden und politisch begleitet werden, sonst wird das nicht funktionieren. Kommunikation. Interessant, das hat mir gut gefallen, das Bild. Beides ist bei einer Papstveranstaltung am Petersdom 2005, 2013. Alles Handys. Da liegen gerade mal 8 Jahre dazwischen. Irrsinnige Entwicklung in der Kommunikation. Dann reden wir immer über Smart Cities. Das finde ich sehr lustig hier. Google hat ja in Toronto so eine Smart City geplant und sind wahnsinnig auf die Nase geflogen, weil die dachten, das wäre die Gelegenheit für Data Mining. Und die haben tatsächlich alle verärgert damit. Die haben das eigentlich nur machen wollen, vermute ich mal, um uneingeschränkt an persönliche Daten ranzukommen. Und daran ist das Projekt letztendlich gescheitert. Aber der Ansatz war gut. Können wir Daten nutzen, um zu planen? Das muss wissenschaftlich begleitet werden. Und zuletzt die Qualität. Und die entsteht, wenn all die Dinge, die ich vorher erläutert habe, zusammengefasst werden von uns, von dem Designteam und umgesetzt werden in Städtebau und Architektur. Und jetzt noch ganz kurz zum Abschluss ein anderes Kapitel. Dass wir nicht ausklinken können, wie geht es weiter? Da habe ich einen hochinteressanten Artikel im Guardian gefunden, im englischen Guardian, der gesagt hat, es gibt zwei Weiterentwicklungen von hier aus. Wie entwickeln sich unsere Städte weiter, wenn wir davon ausgehen, dass diese Pandemie bei uns bleiben wird, in irgendeiner Form? Dass wir eben nicht ganz fröhlich auf 2019 resetten können. Was wird das bedeuten? Und da, ich will es jetzt nicht lange erläutern, da geht es darum, gibt es die Stadtflucht oder gibt es die Landflucht? Gehen die Leute aufs Land, weil sie nicht mehr commuten müssen, mehr von zu Hause arbeiten können? Was bedeutet das für den Wohnungsmarkt? Was bedeutet das für den Büromarkt?
wer die Mieter in allen Szenarien, die die erläutert haben und auch diskutiert haben mit Wissenschaftlern, kam raus, die Mieten werden fallen. Geht gar nicht anders. Ja, weil die Investoren rausgehen werden, die großen fremden Gelderparker werden rausgehen, weil das Geschäftsmodell nicht mehr spekulativ stimmen wird. Und dann haben die halt gesagt, wird es zu einer Dystopie führen. Unsere Städte gehen kaputt. Und hier übrigens eine reale, gebaute Dystopie, ist inzwischen abgerissen worden in Kowloon. Ein illegaler Slum, der immer weiter aufgebaut wurde? Oder wird es zu einer Utopie führen? Zu der schönen, heilen Welt in der Stadt und mit der Umgebung, mit dem Land? Wohin es führen wird, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich wird die Wahrheit irgendwo dazwischen liegen. Ich glaube auch nicht, dass es so aussehen wird unbedingt, während lustig wäre es natürlich, aber ich glaube nicht, dass es so aussehen wird. Ich glaube, die dritte Ebene in den Städten wird so schnell sich nicht entwickeln. Aber was passieren wird, ist, dass relativ schnell sich unsere Lebens- und Stadtmuster verändern werden. Und wir können das nur kontrollieren, wenn wir mit wissenschaftlicher, interdisziplinärer Begleitung arbeiten können. Wir Architekten und Stadtplaner allein können das nicht meistern. Danke. Stefan, mein Applaus. Das war echt wirklich toll. Und ich meine, wir haben uns jetzt alle, glaube ich, viele Wochen Gedanken gemacht und du hast einfach eine gute Zusammenfassung, eine super spannende Zusammenfassung gegeben, ohne zu sagen, da und da geht's hin, weil vielleicht ist auch wirklich mal Ende Gelände mit Spekulationen aufmachen und sich auf was einlassen. So blöd das klingt, aber wir haben momentan nicht die Hosen an auf der Welt. Oder wir haben sie schon an, aber nur bedingt. Shirin, jetzt würde ich dich als nächstes bitten, ein paar Dias zu teilen und danach fasse ich das so ein bisschen zusammen und ich habe schon viele Seiten mitgeschrieben, also das, ich bin total gespannt. Und an alle Zuschauer, es gibt hier so einen ganz tollen Button, da könnt ihr Fragen stellen. Ich grüße bisher immer nach Südtirol und freue mich, hallo Markus, hallo alle, hallo Tom, hallo. Aber ihr sollt auch ein paar Fragen stellen, ja, also alle, die zuschauen. Ich weiß, dass auch ein paar Leute aus Amerika zuschauen, da habe ich schon E-Mails bekommen. Liebe Shirin von Atelier Brückner, Follow the Fish, das ist euer Logo. Erzähl uns ein bisschen was darüber, wie du gerade denkst. Ja, danke Ruth und danke Stefan für den Vortrag oder die Ideen, die du mit uns geteilt hast. Bei uns ist es natürlich so, dass wir in einem anderen Maßstab arbeiten. Also wir kümmern uns nicht so sehr um den Städtebau, sondern eher um das Interior, um ganz kleineren Maßstab. Nichtsdestotrotz sind letztendlich die Herausforderungen genau die gleichen. Ist es als Ausstellungsgestalter und Museumsgestalter letztendlich so, dass wir mit komplett unterschiedlichen Aufgaben konfrontiert sind. Aber im Vergleich oder im Unterschied zu euren Aufgaben, Stefan, ist es letztendlich so, dass wissenschaftliche Arbeit eigentlich immer mit eingebunden ist und immer die Basis von allem, was wir machen. Das heißt, wir haben immer ein Team von Wissenschaftlern, entweder auf unserer Seite oder auf Kundenseite, die uns beraten, die auf die Basis, die Inhalte für unsere, die wir vermitteln sollen, zeigen und die Basis für unsere Gestaltung sind. So, jetzt muss ich mal gucken. Und letztendlich geht es aber auch darum, authentische Orte zu schaffen, die eine dynamische Entwicklung zulassen, eine Veränderung durch die Zeit, durch die Benutzer an sich. Ich habe da eigentlich das Beispiel der Wagenhallen ausgewählt. Das ist ein ganz schönes Beispiel in Stuttgart, weil dieser historische Lokschuppen eigentlich jahrelang ungenutzt war und dann durch die Subkultur, durch Menschen, die Bedarf und Potenzial in diesen Räumen gesehen haben, einfach wieder zu neuem Leben erweckt wurde. Und es war letztendlich dann auch Anlass für die Politik, das Potenzial dieser Konstellation des authentischen Ortes und den Nutzern, die den Ort ja schon belebt haben, wieder neu zu beleben und auch zu revitalisieren.
Und letztendlich haben wir da diese energetische Ertüchtigung und diese Sanierung gemacht. Und hier gab es jetzt keine Wissenschaftler, aber es gab einen ganz großen oder langen und aufwendigen integrativen Entstehungsprozess, in dem alle dort angesiedelten Nutzer, ich sag's mal, wir haben 24 Bauherren gehabt hier, das waren Künstler, Veranstaltungsbetrieb, dann aber auch die Stadt. Und mit diesen Nutzern gemeinsam wurde das Projekt entwickelt. Das war anstrengend, ja. Vorher wurde darüber gesprochen, ob das Sinn macht, immer mehr Beteiligte zu haben. Aber es wurde ja für die Personengruppe entwickelt und es war ein erfolgreiches Projekt. Was man hier jetzt sieht, ist das Ergebnis. Bei dieser Sanierung war es eben dann auch wichtig, wir wollten ja eigentlich gar nicht, das soll ja aussehen wie vorher, den Bestand einfach zu erhalten, die Authentizität des Ortes, die Atmosphäre des Ortes erhalten zu lassen und das Neue zum Alten hinzuzufügen. Und da gab es eine Überlagerung von Zeitschichten, die einzelne Spuren sind, die aber auch Geschichten sind, die keine Negierung des Historischen sind, sondern die das Historische aufnehmen und das Neue hinzufügen, auch Geschichte erlebbar machen. Und letztendlich wurde ein Ort geschaffen durch den Prozess, aber auch durch die Gestaltung, der weitere dynamische Veränderungen dadurch aber auch zulässt und möglich macht. Die nächste These, die ich eigentlich habe, ist eigentlich, dass wir partizipatorische Erlebnisse schaffen müssen in einem integrativen Entstehungsprozess. Und das ist eigentlich ein Projekt, das ich sehr selten zeige, weil es eigentlich ein Konzept oder eine Basis ist. Und was wir hier haben, das ist das Dialog im Dunkeln, in with the time, also mit der Zeit. Und es ist ein Ausstellungsprojekt, das auf der Grundidee basiert, dass Senior Guides durch den Besucher durch die Ausstellung führen. Also es gibt Menschen, die aus ihrer Geschichte heraus erzählen. Wir mussten erst mal definieren, was ist ein Senior Guide? Und wir haben jetzt ab 70, da gab es eine lange Diskussion, wann beginnt das Alter und wann nicht. Und in einem persönlichen Austausch mit den Besuchern und zwischen den Generationen entsteht Interaktion. Das ist die Basis des Projektes und mit diesen Guides in einer engen Zusammenarbeit wurde dann das gesamte Konzept entwickelt und aber auch das Programm erarbeitet. Und eigentlich gibt es gar nicht viel Gestaltung, sondern es gibt vor allem Programm. Und ich glaube, Programme müssen wir auch schaffen, um die richtigen Angebote zu bieten. Was wir hier sehen, ist, es sind Räume geschaffen worden, die eigentlich Partizipation ermöglichen. Zum Beispiel dieser große blaue Tisch, an dem sich die gesamte Besuchergruppe versammelt und ein Gespräch und ein Austausch über das Leben im Alter stattfindet. Mit fremden Leuten, unterschiedlicher sozialer Background, unterschiedliche Gedanken. Und es ist ein partizipatorischer und auch ein beeindruckender Moment für alle. Und dann natürlich, da wir ja immer Inhalte vermitteln müssen, geht es natürlich auch um eine inhaltliche Relevanz. Es muss wichtig sein, es muss erlebbar sein, was wir sagen, um zukunftsfähige Architektur zu schaffen. Ich habe da ein Beispiel, das ist das Beispiel Arabian Journeys in der spektakulären Architektur von Snohetta in Saudi-Arabien. Und da konnten wir dieses Kulturzentrum realisieren und in dieser Ausstellung geht es um eine Reise. Es geht um eine Reise an die spektakulären Landstriche von Saudi-Arabien, die Berge, die Städte, die Wüste, das Meer und auch um die Schönheit und die Besonderheit dieser Zonen. Die sollen dem Besucher zugänglich gemacht werden. Und diese Gestaltung, die basiert eigentlich auf der Grundstruktur der Inhalte. Und was da interessant ist, es war eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem National History Museum aus London. Die haben die komplette inhaltliche Struktur geschaffen, haben in einem ganz umfangreichen Konzept, in einer Beteiligung von unterschiedlichen Zielgruppen, dieses Konzept erarbeitet und eine Basis für unsere Arbeit geschaffen. Und was wir dann gemacht haben, ist letztendlich ein großes Landschaftspanorama, eine umlaufende Landschaftspanoramaprojektion und ein eindrückliches Erlebnis, ein Environment, in das der Besucher eintauchen kann und zum Beispiel einen Tag-Nacht-Zyklus in der Wüste erleben kann,
tagsüber eigentlich kein Leben und nachts erwacht die ganze Wüste. Aber alles, die gesamte Gestaltung basiert auf den Inhalten. Und wir haben, Stefan, du hast es vorher eigentlich gesagt, dass es darum geht, die richtigen Menschen zusammenzubringen, die richtigen Disziplinen zusammenzubringen, die richtigen Beteiligten, um eigentlich auch gesellschaftsrelevante Architektur oder Räume zu schaffen, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, ich glaube, wir als Ausstellungsgestalter arbeiten eigentlich mit vielen großen Architekten und Ingenieuren zusammen, wie du auch, Stefan, und auch du, Ruth. Nichtsdestotrotz braucht es eigentlich mehr als nur was ist passiert? Ich habe draufgeklickt, sorry. Macht nichts, ich gehe nochmal zurück. Also es braucht, wolltest du schon dran sein? Es braucht, wollte das Mikro wieder anmachen. Es braucht mehr als nur Gestaltungsdisziplinen. Es braucht Leute, die inhaltlich arbeiten, Leute, die wissenschaftlich arbeiten. Es braucht Leute mit, auch in unserem Bereich gibt es Leute aus dem Theater-Background, Soziologen, Kulturwissenschaftler, um relevante Architekturen zu schaffen. Da glaube ich ganz fest dran. Und Dystopie oder Utopie, ich glaube, wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir diese Chancen ergreifen, die wir haben und versuchen, die richtigen Leute zusammenzubringen und eigentlich ein Ergebnis zu schaffen, das inhaltlich relevant ist, aber auch für die Menschen relevant ist und sich immer weiterentwickeln kann. Ja, und das ist unser interdisziplinäres Team, mit dem wir immer arbeiten. Und ja, damit gebe ich an Ruth zurück und freue mich auf die Diskussion später. Ich mich auch. Vielen Dank, Shirin. Das hat wirklich schön gezeigt, an wie vielen verschiedenen Sachen ihr dran seid. Ich versuche jetzt einfach, ob ich irgendwie auch auf meine Präsentation komme oder ob ich sonst die Technik anheulen muss. Aber ich glaube, ich habe sie schon. Ja. Und jetzt würde ich sie gerne noch ganz sehen. Moment. Okay, also vielen Dank erstmal, Stefan. Vielen Dank, Shirin. Ihr habt auf ganz unterschiedliche Art und Weise diese Herausforderung der Zukunft einfach für uns aufgemacht und mal dargestellt. Und ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht jetzt mein Dia. Ich habe meine paar Dias genannt, Vernetzung in der Transformation. Wir machen das alles zusammen. Wir müssen zusammen daran arbeiten. Deswegen, Stefan, die Gesellschaft teilt sich gerade. Wir haben vor ein paar Wochen, als wir uns zum allerersten Mal getroffen haben, rausgewagt haben und auch beim Interview drüber gesprochen. Und irgendwie hat sich das Dia jetzt ein bisschen verändert, aber es ist egal. Also wir haben einfach als Architekten, du hast gesagt, wir können das auf gar keinen Fall erledigen ohne andere Wissenschaftler. Also wir müssen einfach andere Leute mit reinholen. Aber wir haben eben so viele Sachen, die wahnsinnig tagesaktuell wären, wie zum Beispiel in Deutschland eine überalternde Gesellschaft. Ja? Wir sehen jetzt, was in Italien passiert ist. Wir sind fast noch älter als Italien und gefolgt von Japan. Also wir müssen uns schon lang was zu dem Thema überlegen. Wir haben natürlich bestimmte Megatrends wie Overaging Society, die Frage der neuen Mobilität. Wir haben Wohnungsbaumangel und wie du schon gesagt hast, die Preise waren wirklich oder sind wirklich an dem Ort, wo man sich was drüber überlegen muss. Die Digitalisierung wurde davor schon besprochen. Wir arbeiten alle mit BIM, aber jetzt geht es, glaube ich, einfach nochmal einen Schritt weiter. Wir werden mit anderen Materialien arbeiten, wir werden mehr Modulbau machen, damit wird es schneller machen. Zumindest ist es die Hoffnung, dass wir nicht wie immer die anderen aktuellen Themen, wenn sowas passiert, ich meine, ich war bei 9/11 damals noch in Amerika, wenn sowas passiert, da wird meistens alles, was gerade wichtig wäre, erstmal verdrängt und vergessen. Interessanterweise haben wir jetzt in dieser Krise Fridays for Future erst kurz vergessen und dann wurde es ganz schnell klar, dass die Natur wieder aufholen konnte und dass wir es nicht zurückgehen können zu unseren Blechlawinen. Wir können nicht zurückgehen zu dem Leben, das wir hatten. Wir müssen auch auf alle Fälle drüber nachdenken, Future of Food, was essen wir? Werden wir alle Insect Bars essen in der Zukunft? Werden wir
werden wir Pflanzen, Hamburger essen, wie auch immer. Aber man muss sich einfach damit beschäftigen. Und wir haben ein sehr komplexes, ich muss euch mal kurz zur Seite tun, damit ich meine Dias sehen kann. Also auf alle Fälle, es war jetzt die kurze Zusammenfassung, ohne dass ich richtig wusste, über was ihr sprecht. Aber ich finde, das zeigt nochmal, wir haben ein paar Probleme mehr. Wir haben Corona und wir müssen mit Corona umgehen. Aber wir haben noch viel ganz andere, noch viel, viel mehr Herausforderungen der Zukunft oder Challenges der Zukunft, und die müssen wir angehen. Und da können wir als Architekten viel dazu tun, aber eben nur mit Partnern. Und deswegen habe ich diese erste Grafik auch im Netzwerk gezeigt. Und deswegen, wegen dieser Grafik, habe ich auch die Rolling Bar ins Leben geschaffen, wo ich hier Stefan mit einer anderen Professorin, der Anna Dyson aus Yale, zusammen interviewt habe. Stefan, der eben Gensheim in Boston gebaut hat, ist eines der ersten großen, bekannten, nachhaltigen, wahrlich nachhaltigen Gebäude in Amerika. Und Anna Dyson, die den Lehrstuhl CEA macht, wo sie sich mit der Produktentwicklung für nachhaltige Gebäudematerialien beschäftigt. Und danach hat man noch MVRDV. Aber ihr wart top. Und dann hatte ich in der Woche drauf die Shirin mit ihren beiden Töchtern, die auch beide meine Patenkinder sind, und ich bin total stolz darauf, und im Anschluss Peter Kahula Schmal. Und mir ist in dieser Zeit jetzt immer klarer geworden, dass für mich ein Miteinander eben Sachen miteinander machen, und klar hat man auch mal ein Konkurrenzverhalten in bestimmten Dingen, aber ich glaube, das Miteinander ist das, was jetzt zählt, und das heißt interdisziplinär mit anderen Kollegen und ja, we're in this together. Ich stelle jetzt mal vor, ein Büroprojekt, das wir in München gerade bauen. Das heißt, es kommen wie herkommen. Und das ist jetzt die Broschüre, die unser Bauherr, auch ein Professor für Real Estate in München, entwickelt hat mit uns zusammen. Und da geht es eben um, also kommunizieren und yes, we're open to connect. Und das Schöne an dem Prozess war ganz einfach, dass wir auch so einen Brief zusammen veröffentlicht haben, wo wir einfach gesagt haben, was wollen wir? Agile Arbeitswelten, flexible Lebensläufe, disruptive Plattformökonomie, digitale Gesellschaft und so weiter. Und ganz viel von dem, was in dem Text steht, wurde vor vielen Wochen verfasst. Aber Professor Ottmann hat sich eben ganz stark dafür eingesetzt, dass wir das Arbeiten anders angehen und ganz vernetzt denken. Über die Anchor-Mieter kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber auch da kommt ganz klar eben Green Tech ins Spiel, das heißt Architektur, Real Estate, Green Tech und Design und ganz viele andere Faktoren wie Stadtforschung und Technology spielen, sollen in dem Haus einfach eine Rolle spielen. Und wie gesagt, wir haben Spatenstich gehabt während der Corona-Zeit. Man sieht hier nochmal, es sind relativ offene Grundrisse mit einem großen Dachgarten. Also ich glaube, es wurde auch sehr oft in der letzten Zeit auf der Rolling Bar besprochen, dass Green Spaces und Outdoor Spaces und einfach alles, was mit Freiheit zu tun hat, immer wichtiger werden und auch diese weniger werdende Distanz zum Arbeitsplatz, um einfach auf Mobilität oder auf die Mobilität, die fossile Mobilität, wie wir sie kennen, zu verzichten. Ich mache das jetzt einfach mal schnell weiter. Ich wollte einfach einen Überblick geben, und wir haben jetzt mit dem Bauherrn schon ganz viele Gespräche, und das hast auch du vorher erwähnt, Stefan, zu eben dieser Post-Corona-Lösung. Das heißt, da wird sich nichts an diesen, ich sage jetzt mal, Communal Spaces ändern, daran, dass wir eine Kneipe haben und ein Dachgeschoss und eben große Amphitheater treffen, aber wir denken auf alle Fälle schon ganz stark darüber nach, wie jetzt wie bleiben wir beim Großraumbüro, werden wir mehr zu den Cubicles wieder gehen oder zu kleinen 1-2 Personenbüros, werden die Cafeterias immer wichtiger, das wird schon the New Togetherness genannt, also zusammen, aber mit Abstand. IRL in real life ist ein neues Kürzel, also dass man sich jetzt einfach wieder sieht und wieder in real life sieht.
Und ich würde jetzt, glaube ich, aus dieser Präsentation rausgehen, damit wir uns sehen können und diskutieren können. AV-Ansicht, jawohl. So, erstmal tausend Dank. Ich sehe hier rechts die erste Frage an Stefan. Siehst du die auch, Stefan? Frage an, also ich lese es einfach vor, weil ich nicht weiß, wer das alles sehen kann. Frage an Stefan Benisch. Im Prinzip begrüßen Sie mehr Effizienz und weniger Prozessblobs. Wiederum fordern Sie mehr wissenschaftlichen Escort-Service. Ich meine, ich weiß nicht, ob er Escorts meint, oder? Aber da erzähle ich gleich auch noch was über Datenströme und Online-Dating übrigens und wo die hinverkauft werden. Und dass nicht die Mitgliedschaft der Zähler ist. Also wissenschaftlichen Escort-Service bei der Projektierung, um den Ansprüchen aus dem rasanten und eng gepaarten gesellschaftlichen Wandel zu begegnen und natürlich zu unterstützen. Einen Faktor möchte ich dazu bedenken geben, sozusagen den Wegbereiter. Jetzt hat Daniel das, glaube ich, gerade gelöscht, oder ich bin in einen neuen Chat rein. Stefan, wenn du es noch sehen kannst und dein Mikro wieder anmachst, dann... Du bist Stefan, immer leise, Stefan. Dein okay, Mikro ist aus. Perfekt. Also, ein Faktor möchte ich zu bedenken geben, sozusagen den Wegbereiter. Architekten sollten wesentlich mehr partizipieren in politischen Prozessen, und zwar bis in die Kommunen. Dort findet die wahre Veränderung statt. Ohne Architekten läuft es dort aus dem Ruder, da es an Fachkompetenz fehlt. Es werden weniger Wissensbrücken geschlagen, die dann auch politische Entscheidungen begünstigen können. Dürfen Architekten in ihrer Kompetenz auch gesellschaftliche Former sein oder werden? Wo hat es seine Grenzen? Das ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Ich glaube, der Fachmann ist immer der Fachmann von außen betrachtet, aus den anderen Disziplinen betrachtet. Wir Architekten können durchaus wissenschaftliche Begleiter sein oder Fachleute sein, die beraten und auch durchaus an Entscheidungen mittragen und mitformen bei Kommunen, wenn es um unsere Themen geht. Ich würde jetzt ungern... Ach, da gibt es eine nette Antwort. Den Klopp haben sie ganz am Anfang mal, wie sie alle Promis gefragt haben, gefragt, was er von der Pandemie hält. Da hat er das Interview war in 2 Sekunden vorbei, weil er gesagt hat, mit mir können Sie über Fußball reden und mit Virologen über Pandemien. Also so ähnlich verhält es natürlich in vielen wissenschaftlichen Themen. Und ich stimme schon zu, wir Architekten sollten uns auf kommunaler Ebene, städtischer Ebene und auch politischer Ebene mehr einbringen mit unserem Fachwissen oder mit unseren Erfahrungen. Durch unsere, und es soll jetzt nicht blöd klingen, aber durch unsere, wie würde ich sagen, ich finde, wir haben von unserer Ausbildung her eine absolut gut ausgebildete Halbbildung. Ja, wir wissen von allem so ein kleines bisschen was. Und wir sind eigentlich trainiert und haben gelernt, Teams zu leiten, zu koordinieren und das Wissen aus den Einzelnen herauszuholen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir durchaus einbringen können, auch in politische Entscheidungsprozesse. Und da müssen wir uns sicherlich mehr engagieren. Danke. Also Stefan, guter Punkt. Ich meine, ich nehme an, wir können alle aus eigener Erfahrung sagen, dass du hast mich einmal bei der Architektenkammer abgeholt oder man ist in der Stadtgestaltungskommission, man macht viele Dinge, die auf einer politischen Ebene was bewirken könnten, oder man stellt sich mit seinen Projekten den Bezirksausschuss und so weiter, aber es ist natürlich nochmal ein extra Layer drauf, der anstrengend ist und einen teilweise auch von dem, was du gesagt hast, nämlich die Idee spielt heutzutage weniger Rolle. Eigentlich sollten wir immer noch unser Hauptaugenmerk auf das Design haben und auf die Idee und auf das Gebäude uns dann verteidigen. Ja, sicher, das ist sicher ein wichtiger Punkt, aber sag mal, tatsächlich fassen wir ja auch viel zusammen von anderen Projektbeteiligten. Das ist schon auch eine wichtige Rolle und eine wichtige Aufgabe von uns. Klar, ist es nicht unsere Kerndisziplin, jetzt in Politik mitzutragen oder in Funktionen mitzutragen und so weiter. Alles richtig. Andererseits
ist kein Politiker ein geborener Politiker. Die kommen auch aus vielen Fachdisziplinen, ja. Und ich meine, wahrscheinlich wir Architekten, wir sind schon ein bisschen eitler Haufen und bringen uns wahrscheinlich nicht genug ein, auch in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse und Entscheidungsfindung. Da müssten wir sicher mehr tun, ist ein Punkt. Die aber Zeit ich glaub, ist begrenzt, ja klar. Die Zeit ist begrenzt, aber ich glaube, deswegen sitzen wir drei heute auch da und reden über diese Sachen, weil es uns eben wichtig ist, darüber zu sprechen. Und ich habe gerade vorher geschrieben, Stefan spricht Tacheles. Genauso tut es meine Freundin Shirin schon immer. Du leitest einen Riesenladen und du hast extrem viele, noch mehr als Stefan. Stefan macht Großbauten in Amerika und all over the world, aber du hast eben fast mehr Projekte im Ausland als jetzt in Deutschland, sage ich mal, oder die größeren sind große Espos und so weiter. Wie ist es denn da mit der Vermittlung? Wie ist es denn da? Ich meine, ihr seid eine internationale Firma, aber erzähl doch mal von deinen Erfahrungen. Ja, also du hattest vorher gesagt, wir müssen uns auf das Gebäude und auf das Design konzentrieren. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich erinnere mich an Projekte, da war ich in einer glücklichen Situation, das Budget zu kriegen und zu entscheiden, was mache ich damit. Das könnte eine Ausstellung sein, das könnte ein Event sein, das könnte, da 20 Leute zum Talk ein. Und in solchen Situationen zu sein, da hat man sehr viel Verantwortung und muss mit vielen Leuten sprechen, um das richtige Format zu finden für etwas, was wir vermitteln möchten. Ja? Und deshalb finde ich, das Design kommt eigentlich erst viel, viel später. Wir müssen erst das Programm definieren, die Ziele definieren, die Leute an den Tisch bringen und dann finden wir auch ein richtiges und ein gutes Design. Aber da gibt es noch einen ganzen Prozess vorher, an dem wir durchaus teilhaben können. Da gebe ich dem Stefan durchaus recht, nur mit unserem Wissen. Ja, ist von allem ein bisschen was, aber von manchen vielleicht mehr. Aber deshalb sitzen ja auch unterschiedliche Menschen am Tisch. Und ich kann sagen, aktuell arbeiten wir an der Machbarkeitsstudie für die Gedenkstätte. Und da sitzen Politiker, Historiker, irgendwelche Vereine und wir mit am Tisch, um ein Projekt zu starten, das vielleicht in 10 Jahren erfolgreich oder für die Öffentlichkeit da ist. Und ich glaube, in so einer frühen Phase dabei zu sein, das sind eigentlich die Chancen, die wir ergreifen sollten. Also stimme ich dir total zu. Also ich glaube ganz einfach, die Architekten kriegen bei Wettbewerben öfter mal ein ziemlich fixes Raumprogramm, aber auch dann muss dann eben natürlich eine Idee drüber gelegt werden und dann geht es ja eigentlich erst richtig los, wenn der Zuschlag da ist. Aber das ist eben das Tolle, dass ihr ganz anders arbeitet und eben mit ganz anderen Fachleuten. Also das, was wir interdisziplinäres Arbeiten nennen und was wir sagen, welche Probleme wir angehen müssen. Ich meine, welche Berufsgruppen habt ihr alle? Also bei Atelier Brückner, ihr habt ja fast alles. Ja gut, wir haben alle Gestalter. Ich meine, letztendlich, wir sind ja auch die Gestalter. Wir haben alle Gestaltungsdisziplinen von Architekten, Innenarchitekten, Grafikdesigner, Mediendesigner und so weiter. Und wir haben Leute, die inhaltlich arbeiten. Und da wir jetzt nicht für alles ein Fachmann sind, gibt es viele Externe, die dann uns zuarbeiten, aber wir haben so einen Beruf definiert, der heißt Interpretation Manager. Das ist derjenige, der Inhalte übersetzt für jeden, sage ich jetzt mal, für den normalen Menschen auf einen Level bringt, das verständlich verdaubar ist und dann auch erlebbar und umsetzbar ist. Und das ist ein langer Prozess. Und Stefan, du hast vorher gesagt, wir arbeiten zu sehr prozessorientiert und nicht genügend ergebnisorientiert. Ich glaube, das muss ich eigentlich genau die Waage halten. Der Prozess führt zu einem Ergebnis und wenn in dem Prozess ein guter Prozess war, dann wird es hoffentlich auch ein gutes Ergebnis. Wenn man sich nicht mit den technischen Belangen, wie du hast vorher vom BIM besprochen und so weiter, zu viel aufhält, das sind letztendlich alles nur Mittel zum Zweck. Wenn ich stelle jetzt dem Stefan nochmal. Ja, sorry. Solange es Mittel zum Zweck bleibt, ist ja in Ordnung. Ja, genau. Aber leider ist es oft zum Selbstzweck geworden. Ja, da hast du recht, ja. Also ich stell jetzt Stefan nochmal eine Frage. Wenn du hast so viele Themen angesprochen, wie geht's weiter? Stadt-Land-Flucht, werden wir Work-Life zusammenbringen? Werden die Mieten fallen? Wird es eine Dystopie oder eine Utopia? Wenn du jetzt,
in die Zukunft guckst, und wir haben privat schon viel drüber gesprochen, ja, auf was, wie will man seine Zeit einbringen? Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, und lass uns einfach mal so tun, als ob Corona irgendwann mal vorbei ist, was wäre dann neben dem, was du eh schon machst, nämlich extrem nachhaltig bauen, was wäre dann dein größtes Ziel? Naja, da gibt es so eine private Komponente und eine berufliche Interessekomponente. Die private Komponente ist weniger machen. Die berufliche Interessenkomponente ist, ja, also sagen wir mal, wir sind, wenn zu dem Nachhaltigkeitsthema, sind wir noch weit, weit weg von wirklich gut zu sein. Allesamt. Auch ja. Wir. Weit weg. Wir haben gerade mal den Lack angekratzt. Aber ich glaube, wir müssen die verschiedenen Themen zusammenbringen. Also ich habe vorhin über die tayloristische Vorgehensweise gesprochen. Das ist eins der großen Probleme. Ich glaube, wir müssen zusammenbringen Lebensqualität, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, und da gehören Kommunikation, Transport und so weiter, das habe ich ja vorhin mal gezeigt, gehören dazu. Also wir müssen ganzheitlicher dran gehen, vor allem beim Städtebau und auch bei der Architektur. Wir müssen das in so einer holistischen Art und Weise angehen. Wir neigen dazu, die Probleme immer zu in wahrer aufklärerischer Tradition die Probleme zu zerlegen in die verschiedenen Wissenschaften. Und jede dieser Wissenschaften und jede dieser Theorien kann uns die Welt für sich erklären. Die Chemie kann es, die Physik und so weiter. Aber die Wahrheit liegt ja eher in der Gemeinsamkeit. Ja? Also in der, klingt jetzt blöd, aber so in der Wesenhaftigkeit der Dinge liegt doch die Wahrheit. Was ist eine gute Stadt? Für die einen ist eine gute Stadt, ich komme aus Stuttgart, wo man möglichst ungebremst mit 70 durchknallen kann. Ja? Das ist eine gute Stadt. Wir wollen eine Weißwurst um 10 in der Früh mitnehmen. Ja, klar. Und ihr wollt möglichst ohne zu stolpern ins Oktoberfest kommen. Ja? Andere Städte, Kopenhagen, haben ganz andere Vorstellungen von Lebensqualität. Ich glaube, wir müssen einen Weg finden, und das stelle ich mir für meine Zukunft als sehr interessant vor, einen Weg finden, wie wir diese Disziplinen und Fragen zusammenbringen können und da einfach eine lebenswertere Situation schaffen, dass wir auch, weil ich bin ja ein Boomer, ja, und dass wir aber auch durchaus kapieren, dass wir eigentlich nichts sagen haben sollten. Wir müssen mit den Konsequenzen unseres Handelns nicht mehr leben. Das muss die kommende Generation machen. Also müssen wir die doch ganz anders einbinden. Mein Sohn hat immer die Theorie, und da stimme ich ihm voll und ganz gut zu, man sollte von 80 bis 70 wählen dürfen. Nicht darüber und nicht darunter. Ja? Denn die über 70 müssen mit den Konsequenzen ihrer Wahl überhaupt nicht mehr wählen. Deshalb wählen die alle so konservativ. Ja? Und ich glaube, dass wir gemeinsam versuchen sollten, in unserer Arbeit eine Situation zu schaffen, dass, wenn wir irgendwann mal Ruhe geben, erstens müssen wir früher übergeben, aber wenn wir irgendwann mal Ruhe geben, dass wir dann sagen können, wir haben zumindest eine Wissensbasis geschaffen, auf der man aufbauen kann. Und was mich frustriert, ist, dass wir sowohl politisch als auch inhaltlich von der Wissensbasis weit entfernt sind. Wir Architekten agieren auch, und ich schließe mich ein, alle sehr egoistisch. Wir Architekten agieren immer für unsere eigenen Projekte. Wir wollen den Wettbewerb gewinnen, und wir wollen noch eins bauen, noch eins bauen, noch eins bauen, noch eins bauen. Ja, so sind wir halt. Wir sind halt gierig. Aber wäre es nicht schön, wenn wir uns mehr zusammentun könnten, um da eine Situation zu schaffen, eine gemeinsame Wissensplattform zu schaffen, von der wir alle und auch Folgegenerationen profitieren könnten. Und jetzt ist meine Sonntagspredigt zu Ende. Aber du hast damit auch nochmal bestätigt, ich sage ja auch, we're all in this together. Ich glaube,
mein Leben lang schon an Netzwerken und einfach an mit Leuten, die man schätzt und eine Zusammenarbeit zu haben. Und du hast damit auch gleichzeitig, ohne das zu lesen, zwei Fragen beantwortet. Soll das Editorbüro der Zukunft aus fluiden Wissensträgern zusammengesetzt sein? Ja, hat die Shirin gerade besprochen und Stefan auch. Und der liebe Thomas Geuder, hallo Thomas, fragt, ob wir uns hinter den Wünschen der Bauherren verstecken und zu wenig gesellschaftliche Verantwortung wagen. Ich glaube, auch das hatten wir schon besprochen. Ja, tun wir. Okay, ich würde jetzt sagen, jetzt kommen keine neuen Fragen mehr, aber ich stelle jetzt der Shirin und Stefan, dir stelle ich keine Frage mehr, sondern Stefan, ich bin total dankbar über all das, was du heute zusammengefasst hast. Und ich glaube, all die Diskussionen, an denen du gerade teilnimmst, machst du dir wahnsinnig viele Gedanken und du wirst klarer und klarer und klarer. Je länger Corona dauert, desto klarer wirst du. Und ich freue mich total auf das Buch, das du dir vorgenommen hast zu schreiben jetzt in der Zeit. Und ich habe mit unserem Freund Werner Dürt neulich telefoniert. Und ich meine, der macht keine Interviews. Er muss seine Bücher fertig schreiben. Also insofern wollte ich dir mit auf den Weg geben, es machen. Andere sind auch ganz strikt. Ja. Obwohl es wirklich toll ist, wenn du deine Gedanken mit uns teilst. Und Shirin, du hast über authentische Orte gesprochen, über noch mehr Erlebbarkeit, über partizipatorische Prozesse, eben relevante, erlebbare Strukturen. Und das wird jetzt alles wahnsinnig spannend. Ich hoffe immer noch, dass wir da ganz schnell wieder das neue Normal haben oder eben das alte, nicht das alte Normal, aber das neue Normal und dass das viel mit Gesundheit zu tun hat. Und dass wir dann wirklich auch das alles wieder genauso erleben können, authentisch oder eben anders erleben. Passiert bei dir da schon Gedankenprozess, wie sich Ausstellungen verändern könnten, Expos? Also ich muss sagen, ich glaube immer noch an das physische Erlebnis. Und ich glaube, es wird nicht ersetzt durch alle digitalen Dinge, die wir anbieten. Und wir haben hier so eine Taskforce intern gebildet, um uns zu überlegen, ist unser Geschäftsmodell eigentlich noch interessant, sage ich jetzt mal, ist es noch relevant, was wir anbieten? Und so nach den ersten, sagen wir mal, drei Sitzungen sind wir eigentlich der Meinung, mehr denn je, weil letztendlich das Physische, das Wirkliche, das Reale, das wird nicht ersetzt durch das Digitale. Wir können uns ganz viel Zeit sparen, wir können ganz viel auf einem anderen Weg lösen, aber wir waren immer noch, wir suchen immer noch nach dem Wirklichen und nach dem realen Erlebnis. Also das waren jetzt von euch beiden, also es war beides wahnsinnig spannend, auch eben Architekturbüro und Szenografiebüro zu hören und zu all den Ideen, was euch gerade durch den Kopf geht. Und wenn das mit euch okay ist, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr sagen wollt, aber du hattest, Stefan, ja das Wort zum Dienstag schon abgeschlossen. Und Shirin, ich glaube, das war ein schönes Endwort, dass wir einfach auch alle natürlich hoffen, dass wir uns IRL in Real Life sehen und dass wir wieder echte Erlebnisse haben. Und ich weiß, na Stefan und ich, wir hatten ein Social Distancing Dinner und es war verdammt schön. Ja? Und Shirin und ich, wir machen weiterhin Virtual Yoga, bis das alles wieder geht. Bis nächsten Monat. Danke dir, Ruth. Vielen Dank. So, jetzt hat sich wieder einer aus dem Off eingeklinkt und ich wollte mich zum Abschluss bei euch dreien herzlich bedanken für die guten Ausführungen, sehr interessanten Impulse, Dinge, die, glaube ich, alle bewegen, nicht nur uns in Deutschland oder in Europa, sondern ich glaube, das geht über die ganze Welt im Augenblick. Und da ist, glaube ich, viel Fleisch und viel Futter dabei. Und wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Da ist nur veganes Futter dabei, mein Schatz. Ja. Okay. Jetzt wird ja schon weniger. Es gibt nur noch Sonntagsfleisch, so nach dem Motto wie früher. Unter der Woche bauen wir unser Zeug an den Fensterbänken an und essen das dann auch. Genüsslich. Ja, lieben Dank euch dreien. Und ich wollte noch einen kleinen Hinweis für morgen machen. Wir starten wieder um 9.15 Uhr auf der Architecture-Plattform mit morgen weiteren 6 Webinaren. Wer Lust und Zeit und Interesse hat, klickt euch einfach auf architecture.com drauf. Da seht ihr im Programm in der Übersicht, was es morgen alles gibt.
Jetzt gibt es, denke ich, zum Abend keine Weißwurst mehr. Vielleicht den einen oder anderen Schluck Bier oder das Glas Wein. Herzlichen lieben Dank euch allen, die ihr zugehört habt, euch dreien für das Engagement. Bleibt fit und ihr seid einfach eine ganz liebevolle Gruppe und ich wünsche euch alles Gute. Auf bald. Ciao, ciao. Grüße in die Welt. Es haben so viele geschrieben.